Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Im Griechischen wird der Begriff Liebe viel differenzierter unterschieden in zumindest drei Möglichkeiten, nämlich Eros, Philia und Agape Liebe. Die Eros Liebe ist die sinnliche, sexuell betonte Liebe, die aber im Grunde nicht wert ist, als Liebe bezeichnet zu werden. Da kann natürlich jetzt die Welt, die kommt da mit ganz anderen Argumentationen, die kommt und sagt, nein, das ist das wahre Glück, die Sexualität und die Reize der Sexualität, das ist ein Schweben auf der Wolke 7, angeschossen von dem Amor mit seinem Pfeilchen, und das sei dann so etwas wie hoch und heilig, wo die Welt ihre Lügenliedlein da anstimmt, zum Beispiel, wie heißt der eine Vers, ja, kann denn Liebe Sünde sein? Natürlich kann Liebe ein Verderben aus der Hölle sein, wenn es nur darum geht, um deine Lüste zu befriedigen, dann hast du es klar mit dem Teufel zu tun. Egal, was für schöne Wortformulierung da von der Welt gebraucht wird und mit welch einer Akzeptanz diese Eros, diese Erotik, Liebe, ja, als irgend nützlich, auch wenn sie dann gleichgeschlechtlich ist, das ist dann alles eine Verpackung. Oh, das gilt nur ein Wort, Toleranz und Freiheit. Das ist das, was zählt in dieser Welt. Und da gehen sich die Menschen dieser Welt eigentlich selber auf den Leim. Sie gehen damit dem Teufel auf den Leim, weil sie nicht verstehen, dass hier nicht meine große Freiheit auf mich wartet, sondern meine große Gebundenheit. Und da ist die eine schreckliche Geschichte, wie extrem diese Liebe teuflisch, sinnlich verdorben ist. Die Geschichte von einem der Söhne des König Davids, der sich in seine Halbschwester verliebt. Und da kommt ein Ratgeber zu Amnon und er fragt ihn, was ist los mit dir, Prinz? Warum bist du morgen für morgen so elend? Willst du es mir nicht sagen? Und dann antwortet Amnon, ich habe mich in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, verliebt. Krank vor Liebe organisiert dann sein böser Ratgeber, ich möchte sagen vom Teufel wunderbar eingefädelt, er organisiert für ihn einen Plan und dann kommt die Halbschwester Tamar gutwillig zu ihm, um ihn zu pflegen, aufzupäppeln, weil er ja so ärmlich krank ist und wirklich krank vor Liebe geworden ist, vor Verlangen, vor Sehnsucht. Ich muss unbedingt dieses, mein Sexobjekt, das muss ich in die Hände kriegen. Da schmachtet mein ganzes Sein danach, um mich dieser tierischen Befriedigung zu ergeben. Und ich meine und bilde mir noch ein, diese Verlogenheit, es könnte oder sollte eine Liebe sein, Liebe. Oh ja, und es war nichts anderes als wie verderbliche, höllenverdienende Selbstbefriedigung. Und dann sagt ihm die kluge Tamar, sagt ihm noch, und ich, wo soll ich mit meiner Schande hin? Und du würdest als einer der Niederträchtigsten in Israel dastehen. Sprich doch mit dem König, er wird mich dir sicher nicht verweigern. Sie hat ihm noch geraten, König David, unser aller Vater, er würde mich dir zur Frau geben, da wäre eine Möglichkeit gewesen, um anständig mit ihr sich zu verheiraten und sie wäre dessen willig gewesen, stelle man sich vor, aber er kann darauf nicht hören, er will jetzt sofort seinen Orgasmus, das ist es, was er braucht. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören, er fiel über sie her und vergewaltigte sie.
Danach aber wurde Amnon wütend auf sie und fing an, sie regelrecht zu hassen. Ja, was ist jetzt passiert? Eben noch stinkeverliebt, so verliebt, dass man nur noch Blümchen sieht, dass man nur noch Schmetterlinge im Bauch hat, wie es da so schön heißt. Und jetzt ein abgrundtiefer Hass auf das arme Sexopfer, das ich nun geschändet habe. Ja, wo lebt er? Was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Ergebenheit an seine lüsternen Gefühlswelten? Somit ging es Amnon in gar keiner Weise um irgendeine echte, anständige Liebe, echte freundschaftliche Liebe, echte Mitmenschlichkeit. Es ging ihm nur um seine Sexualität zu befriedigen. Es ging ihm nur um, ich muss dieses hübsche Ding unbedingt in mein Bett reinziehen. Und jetzt verabscheue ich diese Frau und schmeiß sie raus. Sein Hass auf sie war größer als sein Verlangen vorher. Ich sage sein Lust-Sex-Verlangen vorher. Und er sagt zu ihr, steh auf, mach dich fort. Und er schrie sie an. Ja, man steht ganz verdutzt da. Man fragt sich, was war es jetzt? Einmal krank vor Liebe. Einmal sich selbst tatsächlich psychosomatisch krank werden vor so einem Verlangen. Ich muss dieses Schätzchen unbedingt erreichen. Und jetzt abgrundtiefer Hass und Verwerfung und fort mit dir. Ist das die Möglichkeit? Und genau das ist die Möglichkeit von der Eros, Erotikliebe, die tiefgreifend. Da kannst du der Narzisst bleiben, da kannst du dein Ego ausleben, da bist du nur wichtig für dich und du drehst dich nur um dich. Hätte dieser junge Mann noch einen Funken von Anstand gehabt, dann hätte er doch eher auf einen gewissen Selbsthass zurückgreifen müssen, um sich selber zu verabscheuen. Was für ein Schwein war ich denn? Was habe ich jetzt getan, dass ein Funke von Bußfertigkeit in dieses verdorbene Leben hineingekommen wäre? Aber keine Spur davon, kein Funken Selbsterkenntnis. Nur der andere, dieses arme Mädel, die ist die Böse jetzt. Weil sie war ja so hübsch. Sie hat mich ja so in einen solchen Zustand gebracht. Wie abgrundtief verdorben ist dieses Egoistische. Und die Bibel stimmt mit dem überein, dass das menschliche Naturell in sich selber schrecklich verdorben ist. Und dennoch ist es das Erbe von der Menschlichkeit. Das Erbe, wo ich selber aufpassen muss und damit umgehen muss, dass ich nicht verkenne lüsterne Liebe gegenüber dem, was normal menschliche, anständige Freundschaftsliebe und dann noch die über alles übertreffliche, übermenschliche Agape-Liebe, die dir zuteil wird, wenn der Heilige Geist Einzug nimmt in dein Leben. Ich